Doctor Who, come on. Ja, wir haben die Spiele schon analysiert. Wir wollen versuchen, dominant aufzutreten und ja, vor Heimpublikum zu gewinnen. Auf einen sehr spielstarken Gegner. Wir kennen Belgien sehr gut. Sie spielen ähnlich wie wir. Und es wird ein robuster Gegner, ein technisch guter Gegner, dementsprechend ein sehr gutes Duell für uns. Die Vorfreude ist groß, in Österreich zu spielen, macht immer Spaß vor den eigenen Fans, vor der Familie, und wir hoffen, dass sehr, sehr viele ins Stadion kommen. Ich glaube, wir alle freuen uns wahnsinnig, vor Eigenpublikum zu spielen. In Österreich zu spielen ist immer was Besonderes, vor dem eigenen Publikum, für das eigene Land. Dementsprechend sind wir schon sehr motiviert. Auf einen sehr, sehr starken Gegner, auf einen Gegner auf Augenhöhe. Die Duelle waren in der Vergangenheit immer sehr, sehr knapp. Oft haben wir es dann eher noch verloren, aber im letzten Spiel haben wir gewonnen, und das wollen wir auch am Freitag jetzt. Ja, mit sehr, sehr viel Vorfreude. Ich glaube, dass es für alle von uns immer was ganz Besonderes, wenn wir zu Hause spielen. Und hier in Bad Tatzmannsdorf sind, das ist schon unser zweites Zuhause. Und ich glaube, ja, wir sind alle heiß auf die Spiele. Wir freuen uns schon sehr. Und ja, jetzt werden wir uns noch gut vorbereiten in den Trainings, die Videoanalysen durchziehen und dann aufs Beste hoffen. Ich persönlich freue mich auf die zwei Spiele, weil es einfach, wie du jetzt gesagt hast, zwei unterschiedliche Gegner sind. Der Belgien kennen wir schon vom letzten Spiel, und Tschechien wird einfach physisch und körperlich einfach ja alles reinschmeißen, was die haben. Und ich bin gespannt, wie wir das einfach meistern werden, was für Taktik wir uns für diese zwei Gegner und zwei Spiele einfach überlegen werden. Ja, wir hoffen auf sehr, sehr viele Fans. Wenn die Fans im Stadion sind und uns unterstützen, das gibt uns enorm viel Kraft und pusht uns. Und wir hoffen ja, dass das Stadion wieder voll sein wird bei beiden Spielen. Auch wenn Ostern ist, aber ich hoffe, für Ostern kommen viele ins Stadion. Die Stimmung ist gut, aber ich glaube, das ist bei uns zum Glück immer, und man freut sich, dass man da herkommt. Ja, wie du schon gesagt hast, sind neue Gesichter dabei, Gesichter, die man schon kennt. Ich glaube, im Endeffekt ist wurscht, wer da ist. Wir müssen schauen, dass wir als Einheit am Platz stehen, dass wir unsere Leistung bringen, dass wir einfach gemeinsam Spaß haben und Bock haben zu kicken. Ich hoffe, dass viele kommen. Also es ist zwar Ostern, aber ich glaube trotzdem, dass man die Chance nutzen kann, weil jetzt haben die Kinder Ferien und es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, mal länger aufzubleiben und sich die Spiele anzuschauen. Und ich wünsche mir, dass einfach viele Kinder, viele Familien einfach Bock haben, uns anzufeuern, reinzuschauen und die einfach Spaß haben am Fußball.